Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 2. Und wir müssen jetzt nach der Templerversammlung suchen. Ein sehr interessantes System. Süße Fledermäuse. Ansonsten ist es hier ziemlich leer. Hier scheint auch lange niemand mehr gewesen zu sein. Da kann ich mich nicht festhalten. Okay. Kann er darüber springen? Ja, doch, kriegt er sogar hin. War dann doch schon ziemlich relativ weiter Sprung. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob Ezio das hinbekommt. Aber hier muss ich überhaupt hin? Ja, muss ich sogar, okay. Das hier wird so ein Jump-and-Run-Parcours. Assassin's Creed enthält ja sowohl Story, Action als auch so Jump-and-Run-Parcours. Ich bin eher so der Fan von dem Action-Teil und den Story-Teil, den wirklich auch die Vergangenheit betrifft, nicht den Story-Teil, der Desmond betrifft, also deiner Gegenwart. Der interessiert mich nur so halb. Die Jump-and-Run-Parcours sind manchmal einfach nötig. Bin ich jetzt aber auch nicht so Fan von. Wie lange müssen wir hier stehen, Zaferio? Es ist kalt. Was willst du, Ilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen, und die Toten werden uns nichts tun. Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Eigentlich muss man da auch Mitleid haben. Die Typen da, die tun einen Job, weil sie damit gut Geld verdienen. Die rechnen ja eigentlich gar nicht damit, dass die hier irgendwem begegnen. Und der eine Typ schien ja auch eine Familie gehabt zu haben. Aber wir sind Assassinen, das heißt, wir haben keine Gnade, das ist uns vollkommen egal. Wir bringen die letztendlich trotzdem alle um. So. Hallo, Fledermaus. Lachu, da ist er! Schlaf mal schön. Habe ich gar nicht gemerkt, dass da wer ist. Ach, da hinten läuft auch noch brav einer rum. Schön, dass du so schön still warst. So, da kommen wir nicht durch, aber hier kommen wir lang. So. Okay. Ich kann mir den ganzen Weg sowieso nicht so ganz merken. Aber irgendwie so. Aber die zeigen ja einmal so den ganzen Weg. Das Problem ist, am Ende des Weges weiß ich nicht mehr, wie es am Anfang losging. So. Auf jeden Fall hier lang. Oh,
Das war wiederum nicht ganz so gut. Das kann teilweise echt nervig werden bei den Parcours, wenn man mal runterfällt. Ich hasse Parcours, das muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht nur in Assassin's Creed, sondern auch in allen anderen Spielen. Wenn jemand von mir mal eine Adventure-Map gesehen hat bei Minecraft, der weiß, wie sehr ich mich da aufregen kann. Ach, verdammt. So, jetzt springen. So. Jetzt da hoch. Jetzt hier hoch. Dann hier rauf und von hier aus. Ah, okay, da lang. So. Und was passiert jetzt? Ah, okay. Das Tor geht auf. Die Tür! Pass auf, während ich nachschaue. Wie ist die Tür überhaupt zugegangen? Leichte Aufgabe. Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So wahr mir Gott helfe. Das wird uns noch ein Problem werden. Wir verlieren ihn! Lachu, pack ihn! Oh, verdammt, ich hab gedacht, ich krieg das hin. Irgendwie so. Geduld, er macht einen Zug! So. Die alle so aus dem Wasser so ganz unauffällig zu erstechen, hatte ich gedacht. Dass er schon hinbekommen, aber. Machen sie mir doch nicht so leicht. Und der hier scheint ein etwas besserer Kämpfer zu sein. Den kann ich mit einem einfachen Konter nicht so leicht besiegen. Den aber schon. Da. So. Zack. Ließ sich doch machen. Und das ist der Typ, der gleich anfängt zu fliehen, weil er merkt, huch, da war ja was los. Saverio, ich komme mit mehr Wachen zurück. Muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Na, das wird nicht so leicht werden, Kumpel. Mich hängst du nicht so leicht ab. Ich bin schneller. Glaubst du? Vielleicht sollte ich mehr sprinten? Schneller! Oh, verdammt. Da geht's lang. Gut. Komm ich darüber? Ja, knapp. Verdammt. Ich glaube, ich bin entkommen. Ja, ich glaube, da bist du ziemlich optimistisch, wenn du glaubst, dass du das hinbekommst. Hm. Ja, ich glaube, ich bin entkommen. Nicht so leicht, Kumpel. Ach, verdammt, das war knapp. Schade, dass ich in dieser Mission die Wurfmesser nicht habe. Wehe, ich krieg das wahrscheinlich wirklich hin. Ja. Es wäre unglaublich witzig gewesen, wenn Ezio jetzt einfach gegen die Wand gelaufen wäre. Anstatt sich so abzustützen. Die Tür öffnen.
Ich habe immer noch keine Wurfmesser. Nein, leider nicht. Also ich habe sie zwar, aber... So. Und... Schau Nummer 1. Erinnert euch an die Ausbildung, Männer! Ihr habt echt eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen. Das muss man echt sagen. Ja, ja. Ich würde jetzt gerne ein wenig provozieren. Haltet eure Stellungen, wie es euch beigebracht wurde. So. Nur Geduld. Seid nur bereit, wenn der Moment gekommen ist. So. Loslassen. Und tschüss. Irgendwas stimmt nicht. Ah ja, du atmest noch. Du atmest auch noch und das ist viel, viel seltsamer. So. Ach nee, ich lass ihn mal beim Dolch. Au. Ja, komm. So. Das war's jetzt aber, oder? Da soll ich hochkommen. So. Et benedictio Dei omnipotentis, patris et filii et spiritus sancti, descendat super vos et maniat semper. Grazie, Padre. Bernardo? Alles da. Schwert, Knüttel, Äxte, Rüstung, Bögen. Unseren Leuten wird nichts fehlen. Das Geschenk ist wohl die Zustimmung des Papstes. Er gab der Aktion seinen Segen. Solange niemand getötet wird. Für den Duomo morgen früh ist alles bereit, Signore. Der Köder ist gelegt, auch wenn es nicht leicht war. Sein dummer Bruder ändert ständig die Pläne. Si. Wir müssen aufpassen, damit Giuliano morgen auch aufsteht, um in die Kirche zu gehen. Was ist denn, Jacopo? Glaubt ihr, dass sie etwas ahnen? Unmöglich. Die Medici sind zu arrogant oder zu dumm, um etwas zu merken. Wahrscheinlich beides. Unterschätze unsere Feinde nicht, Francesco. Oder hast du schon vergessen, wie dein Sohn umgebracht wurde? Dieses Mal gibt es keine Überraschungen, Maestro. Ihr habt mein Wort. Sehr gut. Ich sollte dann los. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich nach Rom zurückkehre. Meine Herren, morgen scheint eine neue Sonne über Florenz. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Hallo, Templer. So, ich habe vorher nicht alle Leichen ausgeräumt, weil... das mir doch ein bisschen zu lange gedauert hätte. Wo muss ich jetzt eigentlich genau hin? Hier hin? Hier kam ich doch her, oder? Oder? Ja. Genau. Da muss ich lang. So. Sieh dir die Statue an. Sie ist identisch mit der in der Villa Auditore. Du hast wohl eines der Assassinengräber gefunden, von denen Ezios Onkel sprach. Ich würde mal sagen, die Templer unterschätzen uns Assassinen. Da wir nur den Eingang kennen, markiere ich die Orte mit Gräbern in der Datenbank. So, wer das wohl ist? Auf jeden Fall ein Assassine, was sowohl die Klinge als auch das, also sein Gürtel verrät. So. Dann mal raus hier. 5773 Florenz, 7000. Florenz bereits. Nee, nee. Florin?
ich weiß nicht, wie genau heißt die Einheit, die Währung. Ich weiß nicht so genau. So,